5, 4, 3, 2, 1. Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute nämlich reagieren auf, ja, mein YouTube-Kanal wurde gehackt von Stani. Ich bin sehr gespannt, was es da auf sich hat. Und wir werden auf jeden Fall darauf reagieren. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Daumen oben da und schaut euch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Vielen Dank schon mal. Und wie gesagt, jetzt geht's mal los. Ich bin sehr gespannt, wie, was, warum. Wer das fragt, ist dumm. Nein, Spaß. Abonniert gerne, los geht's. Leute, ich kann es noch nicht so richtig glauben. Wir haben es gerade genau 4 Uhr morgens. Ich habe eigentlich schon oben im Bett gelegen und wollte schlafen, aber mir schwirrt irgendwie so viel im Kopf rum, dass ich das einfach loswerden muss. Und mir ist das Schlimmste passiert, was ich mir eigentlich so vorstellen könnte, was YouTube-technisch abgehen kann. Und zwar, ich hatte maximale Paranoia davor gehabt und ich dachte eigentlich, ich bin auf der sicheren Seite. Und mir wird das definitiv nicht passieren. Und zwar, mein YouTube-Account wurde gehackt. Die Hacker hatten ungefähr vor 2,5 Stunden 15 Minuten Zugriff auf meinen Account, haben den Livestream gestartet, haben Sachen gelöscht, haben Sachen geändert. Für mich ist wirklich in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen, Leute. Diesen Kanal habe ich jetzt so lange, 10 Jahre mache ich YouTube und da ist irgendwie mein ganzes Leben drauf. Also, keine Ahnung. Und was da überhaupt passiert ist, viele werden sich jetzt erstmal die Frage stellen, hä, hast du deinen Account nicht gesichert? Es gibt ja sehr viele Sachen, zum Beispiel Google Authenticator, zwei Fakten. Oder 2FA oder so, natürlich, das ist eine gute Frage. Authentifizierung, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Und ich versichere euch, Leute, ich hatte alles gehabt. Wenn ihr euer Account das Ultra gesichert ist, war mein Account das Nonplus Ultra gesichert. Und die Hacker haben es trotzdem geschafft, auf meinen Account zuzugreifen und sogar einen Livestream zu starten. Und wie das funktioniert hat und wie sie das gemacht haben, das werde ich euch in diesem Video erzählen, das ist um euch vielleicht eigentlich ziemlich simpel Fehler zu bewahren, damit ihr das nicht macht. Ich bin wirklich ein extrem vorsichtiger Mensch. Also das, no front, also versteh mich nicht falsch. Ich weiß natürlich nicht, wenn man hackt oder so, aber das einen Livestream zu starten, wenn du dann den Account schon unter deiner Kontrolle hast, ist wahrscheinlich jetzt ziemlich simpel. Welche Links, ich downloade mir nichts, also ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und vor ein paar Monaten habe ich mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und zwar, da wurde der YouTuber LP mit Kev gehackt. Bei ihm war genau das Gleiche gewesen. Mhm. Sein Banner wurde geändert, alle Videos wurden gelöscht, ein Livestream wurde gestartet und der Junge konnte sogar 2 Wochen lang nicht auf seinen YouTube-Kanal zugreifen, weil halt die Hacker da alles irgendwie... Das ist natürlich hart, wenn das passiert. Ich meine, 2 Wochen und das ist ja auch die Haupteinnahmequelle von denen. Also, ja... Das ist echt sad. Hat dann erstmal den Kanal irgendwie gesperrt gehabt und dass sie zurück Zugriff bekommen haben. Also das war wirklich komplette Katastrophe. Und er hat dazu auch ein Video hochgeladen und hat erzählt, was ihm passiert ist und hat dann von einer Sache gesprochen, die ich vorher noch nicht kannte. Und zwar, es gibt einen USB-Stick, mit dem du dein Google-Konto verbinden kannst und du kannst dich dann nur noch in dein Google-Konto einloggen, wenn du diesen USB-Stick hast. Und das habe ich mir gekauft. Das ist ziemlich cool. Ich habe quasi diesen USB-Stick geholt, habe mit ein paar Sicherheitsexperten gesprochen und die haben mir gesagt, diese Geschichte mit dem USB-Stick und das Reinstecken in den Computer, dass man sich dann nur dann in den Account einloggen kann, ist aktuell das sicherste weltweit, dachte ich auch. Und viele werden sich jetzt fragen, hä, wie konnten die denn trotzdem auf deinen Account zugreifen? Haben die, den USB-Stick geklaut vielleicht? Was ist da los? Das erzähle ich euch gleich, Leute. Jedenfalls, ich lag oben im Bett, es war 1 Uhr gewesen und ich wollte eigentlich schon schlafen oder ich habe schon geschlafen und ich habe mein Handy nachts immer lautlos. Außer an diesem Tag, außer heute. Ich habe es irgendwie nicht leise gemacht, also scheint da jemand auf mich aufzupassen. Und Skurus ruft mich an und sagt, dein YouTube-Account wurde gehackt. Und ich habe an seiner Stimme gehört, ihr wisst ja, YouTuber machen auch manchmal Pranks und so, die nicht vielleicht ganz so lustig sind, aber ich habe direkt an seiner Stimme gehört, ey, das ist ernst. Ich mache mein Handy auf und sehe... irgendjemand Livestream von meinem Kanal, alles wurde geändert, alles ist weg. Ich dachte mir, ach du Scheiße. Und er ist es ja auch anscheinend nicht. Leute, ich ran runter am PC, wollte mein Passwort ändern, ich habe so gezittert, ich konnte keine Tasten mehr tippen, ich war in so einer Schockstarre gewesen, weil ich, mir ging so viel los, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist abnormal gewesen. Und dann habe ich schnell mein Passwort geändert, habe den Stream beendet, dachte, jetzt bin ich sicher, jetzt passiert nichts mehr. Plötzlich 5 Minuten ist natürlich später wieder der Stream gestartet und das Passwort hatte ich aber schon geändert gehabt und ich habe mich aus allen Geräten ausgeloggt. Ich dachte mir, hä, wie kann der jetzt nochmal den Stream starten? Und dann hat der YouTube-Mitarbeiter, also Skurus, das ist ein YouTube-Mitarbeiter, der war nebenbei, hat er mit ihm geschrieben und der hat mir noch ein paar Tipps gegeben und da hat er gesagt, ich soll den Stream-Key resetten. Deswegen auch nochmal wirklich vielen Dank an den YouTube-Mitarbeiter, der hier mitgeholfen hat, an Skurus, der mich direkt angerufen hat. Ach so, der hat dann den Key einfach genommen und konnte dann weitermachen.
gemacht und dann die ganzen anderen Leute. Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden. So viele Leute haben mich direkt informiert. Hab dann den Stream-Key zurückgesetzt und dann konnten die auch nicht mehr live streamen. Ich hatte quasi zurück den Zugriff auf meinen YouTube-Kanal. Zum Glück war auch gewesen, dass der Mitarbeiter von YouTube meinen Account hätte schnell sperren können, dass niemand mehr was mit dem Account machen hätte können. Dann wäre der erstmal tot gewesen, aber niemand hätte streamen können oder irgendwas hochladen können. Und jetzt bleibt die Frage offen, wie haben die Hacker das geschafft? Sind die wirklich die krassesten der Welt gewesen? Haben mich hier irgendwelche Agenten gehackt, die Fähigkeiten haben, die man dachte, die... Irgendwelche Agenten. Als ob Agenten hacken können. Nein, sorry, no front, aber in welcher Welt können Agenten hacken, Mann? Also, sorry, aber... Wie gesagt, no front, aber Agenten hacken, Mann, das hört sich selbst für normale Leute unmöglich an. Trotzdem, Game Mode. Gibt's noch nicht. Nee, eigentlich, das war eine ganz einfache Sache und ich glaube auch viele YouTuber haben das jetzt angesprochen und werden das vielleicht auch fühlen und zwar... Ich hatte, also ich habe ja einen Cutter, ich schneide einige Videos selber, einige Videos lasse ich cutten. Mein alter Cutter Seven, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, hatte halt Zugriff auf meinen Account gehabt und konnte Videos hochladen oder der konnte halt schon Videos privat stellen oder konnte irgendwas einstellen auf meinen Kanal. Und das war immer so gewesen, er hat ein Video für mich gecuttet und hat es direkt auf den YouTube-Kanal hochgeladen. Und der hat aber schon ewig keine Videos mehr für mich geschnitten gehabt, aber ich habe diese ganze Berechtigung, dass er auf meinen Kanal zugreifen kann, weil ich ihn da damals mal eingeladen habe mit seiner E-Mail-Adresse, noch nicht geändert gehabt. So war es nämlich gewesen. Das Ding ist, mein Cutter wurde gehackt, quasi sein PC mit einem Trojaner wahrscheinlich infiziert. Und dadurch haben die Zugriff auf Zevils YouTube-Account erhalten, der jetzt auch gelöscht worden ist. Also den Hauptkanal mit irgendwie 300.000 Abonnenten haben die einfach gelöscht. Dadurch hatten die Zugriff das auch noch auf meinen YouTube-Account und haben da halt diesen Livestream gestartet. Aber die konnten halt nicht meinen Kanal komplett übernehmen, weil die halt keine Daten von mir hatten und weil die das auch gar nicht können. So, wisst ihr, was ich meine? Durch meinen Cutter, den ich dort eingestellt habe, dass er einfach nur Videos hochlädt, haben die das halt geschafft. Und das, jetzt kommt das Fatale. Seville hatte noch mehrere andere YouTube-Kollegen auch diese Berechtigung gehabt, Videos hochzuladen. Und Stoiko, der das Gleiche hatte, wurde auch dadurch gehackt. Also auch Hacker sind auf seinen Account gegangen. Das ist ja verhext. Und haben einen Livestream gestartet, haben alles gelöscht, geändert und sonst was. Und zum Glück, da waren noch, ich weiß nicht, ob ich hier alle Namen sagen darf, aber da waren noch ein paar andere, die wir dann schnell angerufen haben, wo wir dann gesagt haben, ey, ihr müsst schnell die Berechtigung entfernen, weil sonst können die Hacker da auch zugreifen. Also stell dir mal vor, die hätten das bei jedem anderen gemacht, Alter. Das wäre ja, boah. Da hatten sie nochmal Glück in Unglück. Das war ein kompletter Film gewesen, Leute. Das wünsche ich keinen Kollegen von euch da draußen, Leute. Ich bin so froh, dass einfach das mit einem blauen Auge davongekommen ist, obwohl alles abgesichert worden ist. Das stimmt aber auf jeden Fall. Das war mir eine Lehre, Leute. Ich werde nie wieder irgendwie da was einstellen, dass ein anderer auf meinen Account zugreifen kann. Ihr müsst nicht unbedingt der Fehler sein. Es können auch einfach andere sein. Deswegen, Freunde, stay safe, seid sicher, schützt euren Account. Löscht alle, die da zugreifen drauf können. Seid wirklich vorsichtig. Also das war mir auf jeden Fall eine Lehre gewesen, aber wirklich nochmal vielen, vielen Dank an Skurus, der da direkt schnell gehandelt hat, einen YouTube-Mitarbeiter angeschrieben hat. Der YouTube-Mitarbeiter war auch mega schnell gewesen und hat hier wirklich kompetent geholfen. Also da wirklich, es lief einfach wie am Schnürchen. Danke an alle Parteien, die mir da geholfen haben, sich bei mir gemeldet haben, mich informiert haben. Kuss geht raus, Leute. Seid sicher, vertraut euch nur selbst. Das war's gewesen. Also, ja, aber das Glück musst du mal noch haben, dass der Mitarbeiter um 4 Uhr in der Früh oder so erstens mal wach ist und zweitens mal schon so da ist, dass er dir helfen kann. Also das war wirklich Glück. Also ziemlich interessant das Ganze. Ich dachte mir ehrlich gesagt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ihr könnt gerne abonnieren. Ich dachte mir, da kommt vielleicht noch ein bisschen was oder dass er vielleicht nicht immer noch gehackt ist. Mir wurde auch irgendwie erzählt, dass er geweint hat oder so. Das war alles Fake. Also ja, fand ich ziemlich interessant. Schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Abonniert gerne den Channel. Reacten werden wir morgen nicht. Das nächste Mal glaube ich erst wieder entweder am Sonntag oder Montag. Also aber morgen kommt auf jeden Fall ein cooles neues Format. Wir werden auf die TikToks der Woche reagieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mir einige rausgesucht. Es soll 10 Minuten lang werden. Das heißt, entweder werden es 10, 15 oder 20 TikToks der Week. Ich habe genug rausgesucht. Also es können auf jeden Fall mindestens 20 werden. Aber natürlich, ich möchte jetzt kein halbes Stunden-Video machen. Deswegen abonniert den Channel gern. Für mehr, macht doch gerne die Glocke weg, dass ihr da nichts mehr verpasst. Wir sehen uns hoffentlich... ja, später nochmal, ich glaube, da reagieren wir nochmal auf das 4 Millionen Abonnenten-Special von Paluden. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.